In diesem Video möchte ich dir eine Partie zeigen, in der der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen mit den weißen Steinen noch nur 7 Zügen auf Verlust steht. Und ob er die Partie dann wirklich verliert oder sich noch einmal retten kann, das erfährst du jetzt in den nächsten Minuten. Die Partie wurde gespielt beim Magnus Carlsen Invitational, einem Online-Turnier, was zurzeit stattfindet. Und sein Kontrahent war der Russe Jan Nepomniachtchi. Es werden immer 4 Partien Schnellschach gespielt und das war die allererste Partie in diesem Match und wir steigen jetzt ein. Carlsen mit den weißen Steinen eröffnete mit erstens E4 und Nepomniachtchi erwidert die sizilianische Verteidigung. C5, Springer F3, D6, D4, der offene Sizilianer, C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6 und jetzt die erste Überraschung, der erste ungewöhnliche Zug, nämlich nicht die Standardantwort Springer C3, um den Bauern auf E4, der vom Springer angegriffen wurde, zu verteidigen, sondern Weiß lässt den Bauern ungedeckt und spielt den Zug Läufer C4. Und diesen Zug hatte Carlsen tatsächlich schon in demselben Turnier gegen Vacher Lagraf gespielt, gegen den Franzosen. Und Vacher Lagraf spielte damals E6, Läufer E7 und nahm hier diesen Bauern nicht an. Aber Nepomniachtchi hatte sich die Partie angeschaut und schlug direkt auf E4 und ich hatte mich damals gefragt, was ist hier die Idee von Carlsen und jetzt sehen wir sie. Dame H5. Das ist erst einmal relativ simpel gespielt und droht hier fast das berühmt-berüchtigte Schäfermatt auf F7. Es wäre nicht matt, aber Schwarz darf den Einschlag dort nicht zulassen und spielt aus diesem Grund den Zug E6, um das zu verhindern. Und hier kam der erste überraschende Moment, denn Carlsen dachte auf einmal mehrere Minuten nach, wobei der Zug E6 der einzige sinnvolle Zug ist für Schwarz, um diesen Einschlag auf F7 abzuwehren, also keine große Überraschung darstellen sollte. Carlsen wiederholt also diese etwas seltsame oder ungewöhnliche Eröffnungsvariante, die er gegen Vacher Lagraf gespielt hat, und ist dann überrascht, als sein Gegner hier weiß, wie er zu reagieren hat. Nun, nach 6,5 Minuten spielte Carlsen hier einen schweren Fehler, nämlich den Zug Springer schlägt E6. Was sollte er stattdessen spielen? Läufer B5 Schach ist der einzige Zug, der zu einer ungefähr ausgeglichenen Stellung führt und in der Weiß keinen Nachteil hat. Schwarz muss auf dieses Schachgebot reagieren und am besten tut er das mit dem Zug Springer D7. Und jetzt sollte Weiß auf E6 schlagen. Warum ist das möglich? Die Dame fesselt diesen Bauern, deshalb darf der Bauer nicht zurückschlagen. Dann wäre der König im Schach und die Dame wird angegriffen auf D8. Schwarz sollte hier tatsächlich nicht mit einem Damenzug reagieren. Zum Beispiel Dame E7 wäre keine gute Idee, denn Beispiel Springer C7 Schach, König D8 und jetzt nicht Springer schlägt A8, das wäre verkehrt wegen Springer G3 Schach und das damit die Dame ein. Und dieses Motiv sehen wir auch in der Partie noch einmal wegen dem Schachgebot und gleichzeitig ist die Dame angegriffen. Und auch der Zwischenzug Dame E2 hilft nicht, denn der Springer verteidigt auch dieses Feld und die Dame geht verloren. Aber statt Springer schlägt A8, kann der Springer zurückkehren nach D5, greift die Dame auf E7 an und Weiß hat hier nicht nur die bessere Struktur, sondern auch den besseren König und daher die klar bessere Stellung. Schwarz muss hier genau reagieren, aber ich bin mir sicher, dass Nepo mit Schwarz genau diese Variante sich angeschaut hatte, als er sich auf das Match vorbereitete. Und der richtige Zug ist hier Springer F6, Gegenangriff auf die weiße Dame. Die Dame sollte hier nicht ziehen, denn dann könnte Schwarz diesen Springer schlagen. Stattdessen schlägt Weiß auf D8, Schwarz schlägt auf H5, Weiß schlägt auf D7 mit Schach, Schwarz schlägt zurück, Springer schlägt B7. Das ist hier eine recht forcierte, erzwungene Zugabfolge. Läufer C6, Springer A5, Schwarz gewinnt den geopferten Bauern zurück und am Ende erreichen wir diese Stellung, die ungefähr im Gleichgewicht ist. Also nichts weiter Schlimmes passiert, beide Seiten haben noch ihre Chancen. Ich vermute stark, dass Carlsen irgendwas durcheinandergebracht hat. Was mich allerdings sehr überrascht, ist, dass er auch nach 6,5 Minuten Nachdenken nicht erkannt hat, dass der Zug Springer schlägt E6 hier verliert. Und jetzt bist du gefragt. Wie kann jetzt Schwarz eine Gewinnstellung erreichen? Halte gerne das Video hier an, nutze es als Training für dich und finde den Weg, wie du den Weltmeister hier schlagen könntest mit Schwarz. Nun. Schwarz sollte zuerst auf E6 schlagen.
Dame E7 direkt ist nicht richtig. Dann hat Schwarz nicht wirklich Vorteil. Weiß kann die Dame rüberbringen nach B5. Springer geht nach C6. Und jetzt ist Läufer D5 ein sehr wichtiger Zug, der den Springer auf E4 angreift und auch den Springer auf C6. Und insofern hätte hier Schwarz keinen nennenswerten Vorteil. Läufer D7 beispielsweise. Läufer schlägt E4, Dame schlägt E6, Dame D5. Und Weiß hat sich ganz gut aus der Affäre gezogen. Es geht deutlich besser für Schwarz, indem er nämlich zuerst einmal den Springer auf E6 schlägt. Der Läufer schlägt zurück und das ist dieselbe Idee, die wir auch schon vorhin gesehen haben. Schwarz kann nicht den Läufer schlagen, weil dieser Bauer gefesselt ist. Außerdem droht Matt auf F7. Sieht erst einmal sehr gut aus, aber dann spielt Schwarz Dame E7. Damit deckt er den Punkt F7 und greift den Läufer mit der Dame an. Das große Problem für Weiß ist, er kann den Läufer hier nicht ziehen. Wenn er den Läufer auf ein beliebiges Feld zieht, folgt wiederum dieser Zug Springer G3 Schach, der die weiße Dame gewinnt. Wir haben dasselbe schon in ähnlicher Form vor ein paar Zügen gesehen. Im Übrigen hilft Dame B5 Schach auch nicht, denn nach Springer C6 haben wir dasselbe Problem. Wenn der Läufer zieht, kommt diesmal dasselbe in Grün auf der anderen Seite und auch hier überdeckt der Springer das Feld E2, weshalb Dame E2 nicht helfen würde, sondern das Ganze nur beschleunigen würde, denn Schwarz schlägt und setzt direkt matt. So kam es in der Partie natürlich nicht. Aber so oder so steht hier Weiß auf Verlust und das nur nach wenigen Zügen und vor allem auch mit den weißen Steinen, also ein komplettes Blackout vom Weltmeister. Er probiert es mit Läufer schlägt F7. Dame schlägt F7 und natürlich möchte jetzt Weiß dem Damentausch ausweichen. Das kannst du ja generell merken als Regel, wenn du mehr Material hast, dann ist es sinnvoll, Figuren zu tauschen, vor allem die Damen zu tauschen. Denn die Dame ist die stärkste und damit auch die gefährlichste Figur. Und wenn du erstmal die Dame vom Brett genommen hast, dann kann viel weniger passieren. Und je weniger Figuren auf dem Brett sind, desto mehr macht sich dann dein Material, was du mehr hast, also wenn du eine Figur oder mehr Figuren mehr hast, macht sich das bemerkbar. Deshalb möchte Schwarz hier gerne die Damen tauschen und bietet das auch in der Folge noch mehrfach an. Hier wiederum Dame 7. Der Damentausch wird angeboten, aber Weiß möchte das natürlich nicht, denn im Endspiel hätte er absolut keine Chance mehr. Die einzige Hoffnung ist irgendwie noch den schwarzen König anzugreifen und dazu braucht Weiß die Dame. Läufer E3, Springer C6, Springer C3, beide Seiten entwickeln sich. Jetzt erst einmal D5, das droht auch D4, um weiteres Material zu gewinnen mit der Gabel. Weiß spielt Dame F3 und hat hier auch die Absicht, mal auf der E-Linie für Probleme zu sorgen, deshalb lange Rochade bringt den König in Sicherheit und erneuert die Drohung D4. Turm FE1 hat die Absicht, hier einen Abzug zu spielen, gegen die Dame zu zielen, deshalb zieht Nepo die Dame aus der E-Linie. Und wiederum, die Idee ist D4. Also spielt Karsen Springer B5 mit dem Springer nach vorne. Aber Nepo zeigt sich unbeeindruckt, spielt A6, greift den Springer an. Und jetzt A4. Karsen wirft alles nach vorne und Schwarz könnte hier auch den Springer schlagen. Das wäre ebenso in Ordnung, aber Nepo wählt einen sehr pragmatischen Weg. Er spielt Dame G4, was hier den Damentausch erzwingt. Weiß hat keine Möglichkeit, dem Abtausch auszuweichen und wie schon gesagt, der Damenabtausch hilft der Seite, die mehr Material hat und das ist hier Schwarz. Dame schlägt G4, Springer schlägt G4, Läufer nach B6. Karsen versucht nach wie vor irgendwie etwas zu unternehmen. Aber Nepo sagt, ich schlage auf B5 und ziehe einfach meinen Springer zurück nach B8 und habe eine weitere Figur gewonnen. Läufer schlägt D8, König schlägt D8, jetzt hat Schwarz drei Figuren für einen einzigen Turm. Das ist viel zu viel Material. H3, Springer F6, Turm nach A7. Es sieht alles aktiv aus, aber Schwarz hat keine Mühe, sich hier zu konsolidieren und seine Figuren zu entwickeln. Läufer C5, jetzt B6 Schach. Läufer schlägt B6, Turm E7 Schach, das war die Idee, den Läufer abzulenken, damit der Turm nach E7 kommen kann. Und Schwarz könnte hier auch Springer BD7 spielen, keine Frage. Aber Nepo wählte König D6 mit der Idee, dass nach Turm A schlägt B7, was der einzige Zug ist, um beide Türme zu verteidigen, denn beide sind hier angegriffen, wählt Schwarz den Zug Springer BD7. Weiß schlägt auch auf G7. Und was war jetzt die schwarze Idee? Noch einmal eine Frage an dich und nach dem nächsten schwarzen Zug gab der Weltmeister hier auf. Die schwarze Idee war es, den Turm einzusperren auf B7. Er hat kein Feld mehr zur Verfügung und jetzt kommt der simple Königszug König C6, greift den Turm an und
Weiß müsste ja den Turm geben gegen den Läufer, aber dann hat Schwarz einfach zwei Figuren mehr und wird sehr leicht gewinnen. Von daher musste sich der Weltmeister hier geschlagen geben und konnte sich nicht noch auf wundersame Art und Weise retten. Dieser Figurenverlust in der Eröffnung, das war einfach nicht mehr gut zu machen und so musste Kasen diese Partie verloren geben. Es wurde diskutiert danach, ob das vielleicht die schlechteste Partie ist, die Kasen seit langer, langer Zeit gespielt hat. Was denkst du dazu? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Dennoch, es zeugt von Stärke, dass Kasen dieses Match trotzdem gewinnen konnte. Er gewann letztendlich die dritte Partie und die anderen beiden Partien gingen remis aus und so wurde es im Armageddon entschieden. Eine Art Elfmeterschießen im Schach. Kasen hatte 5 Minuten, Nepo 4 und Kasen gewann letztendlich diese Partie und damit auch dieses Match. Wie hat dir diese Partie gefallen? Lass mich gerne deine Gedanken wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal. Aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, wenn ich neue Videos online stelle. Und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.